Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, Leute. Es freut mich echt, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid hier in Mario Kart 8 Deluxe. Guckt mich an, ich habe mich extra in Schale geschmissen. Ich habe mich extra für euch hübsch gemacht, damit wir es heute gemeinsam schön haben. Ist das nicht schön? Ja, ich weiß, rührend, oder? Was ich nicht alles für euch aufopfere oder so ähnlich. Leute, heute gibt es viel zu labern. Denn es gibt großartige Neuigkeiten in Bezug auf Pokémon. Pokémon, jawohl. Und zwar mehrere Neuigkeiten zu Pokémon. Und über die wollen wir heute so ein bisschen labern, Leute. Ihr habt natürlich alles schon mitbekommen. So, dritt der hier. Sehr cool. Ich habe ja schon am Montag gesagt in Mario Maker, bald wird es soweit sein. Die neuen Editionen werden bestimmt bald angekündigt in einer Direct. Und ich sollte recht behalten. Ich wollte ja eigentlich sogar am Montag über meine Hoffnungen und Erwartungen an eine neue Pokémon-Generation labern. Aber ihr wisst ja, da war dann das mit meinem Wii U-Ladekabel. Da war ich ein bisschen mies aufgelegt, Leute. Ich war ein bisschen mies aufgelegt. Wo gibt's denn sowas? Keine Sorge, heute bin ich happy. Dementsprechend gibt's kein Erwartungsvideo, Hoffnungsvideo zu Pokémon Switch von mir. Denn jetzt wurden die Spiele tatsächlich angekündigt. Es ist zu spät. Ich kann keine Hoffnungs- und Erwartungsvideo mehr drehen. Wir wissen jetzt, was uns mit der 8. Generation erwartet. Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Aber Leute, eins nach dem anderen. Um diese Editionen, die neuen Switch-Spiele, soll es heute gehen. Das ist ein Thema. Aber da warten wir noch ein bisschen. Denn bevor diese Edition angekündigt wurden, in der Direct, bevor die Pokémon Direct war, wurde noch was anderes in Bezug auf Pokémon angekündigt oder gezeigt oder veröffentlicht. Und zwar, Leute, ich hoffe, ihr habt ihn, fuck you, ihr habt ihn alle schon gesehen. Und zwar wurde der zweite Trailer zu Meister Detektiv Pikachu gezeigt. Der Pokémon-Realfilm, der erste Realfilm mit Pokémon, Leute. Schon vor ein paar Monaten gab es den ersten Trailer. Da sah man schon ein bisschen, wie die Pokémon aussehen, also von der Animationsqualität her, wie das Ganze so aussieht. Und schon damals habe ich ja viel über den Film gelabert, über den ersten Trailer haben wir viel auf diesem Kanal gelabert, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Ja, ich war schon damals echt beeindruckt, denn für mich, also das ist alles meine Meinung, ich denke, das ist schon klar, also Leute. Für mich haben sie diese Pokémon echt super hingekriegt. Ich meine, wie stellt ihr euch denn Pokémon in echt vor? Stellt euch mal vor, Pokémon würde es in echt geben. Wie würden diese denn dann ausschauen? Sie würden bestimmt nicht cartoonhaft ausschauen, würden sie nicht. Ich meine, sie müssten natürlich einen menschlichen Grafikstil haben. Sie müssten realistisch ausschauen, oder? Klar, soweit. Aber die Macher von Pokémon, Pikachu, Detektiv, Warner Brothers, Dingens, haben es tatsächlich geschafft, uns diese Pokémon realistisch darzubieten, ohne dass sie ihren Charme verlieren. Wisst ihr, sie sehen trotzdem noch aus wie die Pokémon, nur halt in realistisch, und das gefällt mir so. Sie haben da echt ganze Arbeit geleistet, sie haben sich echt mit dem Source Material beschäftigt, sie haben da wirklich gezeigt, hey Pokémon-Fans, das ist ein Film für euch. Wir wollen euch nicht enttäuschen, wir wollen euch damit eine Freude machen. Das haben sie uns damit gezeigt, mit der Art vom Film und so. Mit der Optik. Das freut mich sehr. Ihr wisst ja, wie Videospielverfilmungen oder wie viele Videospielverfilmungen normalerweise sind. Das sind halt einfach Filme mit Lizenzen, die oft zum Teil gar nichts mit den eigentlichen Videospielen zu tun haben. Oder irgendwelche komischen Plots werden eingefügt und ja. Aber so nicht bei diesem Spiel. Nein, hier wird ganz nah. Hier wird sich ganz nah am Source Material gehalten. Es sind Pokémon, Leute. Sie verhalten sich wie Pokémon. Sie sehen wie Pokémon aus. Ja. Und die Story ist natürlich im Großen und Ganzen vom Spiel Meister Detektiv Pikachu, das seinerzeit für den 3DS erschienen ist. Also
das Spiel, der Film basiert auf das Spiel, auf das Spiel Meisterdetektiv Pikachu, könnt ihr euch im eShop des 3DS eine kostenlose Demo laden, übrigens, um das Spiel auszuprobieren, wenn ihr wollt. Auch im Spiel ging es damals um ein Pikachu, das sprechen konnte, um den jungen Tim, und natürlich war das Pikachu ein Detektiv. Die Stimme war im Spiel nicht Ryan Reynolds, also Deadpool. Nein, im Spiel, da hatte er eine andere Stimme. Natürlich, Ryan Reynolds ist natürlich ein bisschen teurer, könnte ich mir vorstellen. Aber sie haben da wirklich das Geld in die Hand genommen und ja. Das ist supi. Nee, ich freue mich echt auf den Film. Ich freue mich drauf. Kann mich da echt drauf freuen. Also einfach, ich erwarte da jetzt nicht den besten Film aller Zeiten. Ich erwarte einfach einen Film, der mich als Pokémon-Film glücklich machen kann, der mich super unterhalten kann, der mir einfach Spaß macht. Das erwarte ich mir von dem Film. Und der Trailer, den wir da gesehen haben, der stärkt meine Erwartungen dahingehend, denn es sieht einfach super aus, finde ich jetzt. Jeder hat eine andere Meinung und meine ist eben dies. Nee, ich freue mich da super drauf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Freue ich mich drauf. Ich meine, ich habe Pokémon Detektiv Pikachu für den 3DS nicht gespielt. Das heißt, die Story ist mehr oder weniger neu für mich. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht, wohin das Ganze führen wird. Ich kann mich dahingehend also auch überraschen lassen. Aber ich denke, auch Leute, die das Spiel schon kennen, können den Film supi anschauen. Das glaube jetzt ich. Wieso hauen hier alle ab eigentlich? Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Beziehungsweise zu zweit. Was soll der Scheiß? Okay, Forever Alone. Warum auch immer? Was ist los? Muss ich den Raum wechseln? Fies, oder? Suche nach Spielern. Bitte warten. Aha, hier sind ja wieder welche. Supi. Oh, guckt euch mal den mit dem Bart an. Ja, ich hoffe, ihr habt den Trailer alle gesehen. Gibt es natürlich auch in deutscher Sprache diesen Trailer. Da sieht man einige neue Pokémon. Krakilo sieht man, Kapalores sieht man natürlich und die ganzen Pokémon, die werden alle zu Memes und so. Das ist so wunderbar. Es sieht wunderbar aus. Ein bisschen Humor wurde gezeigt. Es könnte ziemlich witzig werden. Ein bisschen Story. Was ist mit diesem Vater von Tim passiert? Ein bisschen Action und natürlich ganz am Ende Mewtwo. Mewtwo wird vorkommen, Leute. Mewtwo wird da irgendwie verwickelt sein. Keine Ahnung wie. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt. Aber es wird einfach, ich denke, für Pokémon-Fans ein Fest. Ich will den Tag nicht vom Abend loben. Es könnte ja auch ein absoluter Bullshit werden. Aber es sieht natürlich jetzt im Moment nicht danach aus. Ich bin beeindruckt. Oder ich bin sehr gespannt drauf. Ich fiebere dem Film entgegen. Ich freue mich einfach drauf. Das könnte witzig werden. Und natürlich Ryan Reynolds als Pikachu. Das ist echt ziemlich gut gemacht. Ich denke, der kann den Charakter gut verkörpern oder vertonen, besser gesagt. Also Ryan Reynolds kennt ihr ja Deadpool, oder? Ja, kennt ihr ja. Was haltet denn... Fuck you! Jetzt bin ich runtergeschanzt. Was haltet ihr denn ihr von dem zweiten Trailer von Master Detektiv Pikachu? Seid ihr auf dem Film auch so heiß wie ich? Werdet ihr ihn im Kino anschauen? Kommt, glaube ich, in 2D und 3D raus im Mai, glaube ich. Ist ja schon bald eigentlich. Ja, freue ich mich. Lässig. Jawohl. Wird lässig, doch. Ja, ich freue mich drauf. Und ich habe auch gesehen hier, ich verfolge das ja immer so ein bisschen auf Twitter und in Foren und überall.
wie die Reaktionen sind auf den Film, auf den Trailer. Und es sind wirklich überwiegend positiv. Die ganzen Pokémon-Fans scheinen auch wirklich zufrieden zu sein. Ich denke, Warner Brothers und der Pokémon Company hat da alles richtig gemacht. Ich denke, der Film wird gut besucht sein. Jetzt muss er nur noch gut sein, oder? Ja. Ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich drauf. Na los, Leute, wir treffen uns alle im Kino und sehen den Film dann gemeinsam an. Na, wie sieht's aus? Wäre cool, oder? Nee, ihr habt ja vorhin gesehen, ich bin forever alone. Jetzt selbst fremde Leute von mir abhauen. So, Leute, jetzt haben wir mal Meister Detective Pikachu den Film auf die Seite gelegt. Den haben wir jetzt besprochen. Wie gesagt, freue mich sehr drauf. Jetzt kommen wir natürlich um das nächste zu sprechen, auf das nächste zu sprechen. Und zwar, Leute, ja. Auf der E3 2017 haben sie ja gesagt, da hat der liebe Kumpel Inihara gesagt, ja, wir entwickeln für die Switch die ersten Pokémon Heimkonsolenspiele, also die ersten Pokémon Editionen, die erstmals für eine Heimkonsole erschienen sind. Freut euch drauf. Wir zeigen euch kein Material. Komm, freut euch jetzt auf die Metroid Prime 4 Ankündigung, denn das Spiel wird bestimmt nicht verschoben und... Okay, Leute, ich höre ja schon auf. Ja, 2017 wurde uns das Spiel erstmal angekündigt, so in Worten. Hey, wir entwickeln da gerade ein Spiel, eine neue Pokémon-Generation, und zwar für die Switch. Das ist dahingehend besonders, weil es bis dato eben noch kein Pokémon-Spiel für eine Heimkonsole gab. Die kamen immer nur für Handhelds, Game Boy Advance, Nintendo DS und Nintendo 3DS. Und diese neuen Editionen, die da damals angekündigt wurden, die sollten dann eben die ersten richtigen Editionen auf einem Heimkonsolengerät sein. So, Leute, dann wissen wir natürlich alle, was passiert ist. Letztes Jahr erschien zur Überbrückung, also das hat ein anderes Team bei Game Freak gemacht. Ich glaube, ein jüngeres Team. Haben Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli, oder Evoli, ich muss es ja im Deutschen halten, oder? Haben sie rausgebracht. Dementsprechend war streng genommen das die ersten Heimkonsolen-Pokémon-Editionen, aber das sind ja keine klassischen Pokémon-Editionen, oder? Gut gerettet. Dementsprechend, Leute, erwartet uns dieses Jahr, Ende des Jahres, mit Pokémon Schwert und Pokémon Schild die ersten richtigen Heimkonsolenspiele der Pokémon-Reihe. Und das ist ja schon mal sehr, sehr Hype. Leute, Pokémon. Ja, ihr habt schon gehört, wie die Spiele heißen. Denn jetzt die Woche gab es einen Nintendo Direct. Und zwar am 27. Februar, dem 23. Geburtstag, auf den Tag genau, der Pokémon-Reihe. Pokémon wurde 23, wahnsinnig, herzlichen Glückwunsch. Und das wurde eben gefeiert, indem man Pokémon Schwert und Pokémon Schild angekündigte. Das ist ja auch ein tolles Deutsch heute, oder? Wahnsinn. Ja. Es wurde uns eine 7-minütige Nintendo Direct gezeigt. 7 Minuten war sie lang. Und da ging es auch gleich zur Sache. Wir haben gleich gesehen, was das Spiel ist, wie es aussieht, was uns erwarten kann. Lässig. So, Leute, jetzt mal im Vorfeld. Eigentlich wollte ich zu dieser Nintendo Direct, Pokémon Direct, eine Live-Reaktion drehen. Wäre auch alles wunderbar gegangen. Denn eigentlich hätte ich Mittwochnachmittag frei gehabt, aber dann hieß es plötzlich, und zwar Mittwochmittag hieß es, und dann hatte ich eben doch nicht frei. Ich muss aber sagen, ich habe das freiwillig gemacht, weil ich bin einfach kein Kameradenschwein, so bin ich nicht. Nein, wenn ich gebraucht werde, dann mache ich das auch. Dementsprechend war ich Mittwochnachmittag nicht zu Hause, konnte die Nintendo Direct nicht live sehen.
Beziehungsweise ich habe sie schon geschaut, live, aber auf dem Handy, ihr wisst ja. Daheim wäre schöner gewesen. Dementsprechend konnte ich keine Live-Reaktion drehen, ich hab Pech gehabt, oder? Aber dafür reden wir jetzt in diesem coolen Video, das ihr gerade schaut, über die Edition, was ich so halte, was da gezeigt wird. Lästig, Alter, lästig, lästig. So, Leute. Ich hoffe, ihr habt die Direct alle gesehen. 7 Minuten ist sie lang. Also, ich denke mal, ihr habt sie alle gesehen. Guckt mal hier, Mickey Lee. Aha. So, womit fange ich an? Also, ich habe ja schon gesagt, die neuen Editionen heißen Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Auch wenn das als letztes angekündigt wurde, aber ist ja wurscht. In der Nintendo Direct wurden wir vom Pokémon Company Präsidenten, vom Game Freak Chef, wieder dieser Inihara, wurden wir begrüßt. Jetzt servus Leute, 23 Jahre ist her, Pokémon Mann. Ihr habt schon so viele Abenteuer in der Pokémon-Welt erlebt, in den verschiedenen Spielen. Scheiße, Mann. Pokémon Gelb, Pokémon Silber, Rubin und Schwarz und Weiß und Pearl und so. Scheiße halt. Ihr seid Pokémon-Fans, Mann, und das ist ja voll cool. Jetzt präsentieren wir euch mal eine coole neue Edition. Lässig, oder? Schaut euch mal den scheiß Trailer. So ungefähr lief das ab. Vielleicht nicht ganz so im Wortlaut, aber so in dem Fall kann man sich das vorstellen. So, dann ging es auch schon los. Und uns wurden erste Spielszenen bzw. das erste Material gezeigt. Zuerst sah man so eine weitläufige Wiesenfläche, so eine Feldfläche, sehr ländlich auf jeden Fall. Dann konnte man sich schon gleich ein Bild vom neuen Grafikstil machen. Dieser ist natürlich wieder ein bisschen animehaft angehaucht. Ungefähr so wie Pokémon Sonne und Mond. Nur halt diesmal in HD und natürlich viel mehr Details. Ich fand den Grafikstil von Sonne und Mond supi. Und jetzt natürlich in HD wahnsinnig. Also es ist nicht exakt derselbe Grafikstil. Oder die haben da jetzt nicht Copy und Paste gemacht. Die haben sich da schon Gedanken gemacht und da was Eigenes entwickelt. Aber es sieht dem halt ähnlich, oder? Das will ich damit sagen. Und dritter Platz, das ist super. Es sah erstmal sehr beeindruckend aus, weil man eine riesige Weitsicht hatte. Das ist alles sehr farbenfroh, alles in so einem tollen, strahlenden Grün und sehr ländlich. Es war schön. Da wurde man gleich schon mal in das Gesicht mit so einem schönen Bild bombardiert und dann war man erstmal baff. Ich sagte einfach mal, wow, dachte ich mir. So. Dann sah man ein paar Szenen, wie die Welt so aussieht. Also ich werde jetzt nicht Szene für Szene besprechen. Ihr habt den Trailer ja alle gesehen, oder? Habt ihr? Will ich hoffen, weil sonst hättet ihr euch dieses Video wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Ja. So, dann hat man den Protagonisten gesehen, wie der so aussieht und verschiedene Umgebungen, ja, so ein See und so, so ein Dingens in der Wiese eingebrannt, so eine Gottheit oder was das ist. Das gibt es anscheinend in England wirklich. Ich habe irgendein Game Explain Video dazu gesehen, die haben da schon was gemacht, sowas analysiert. Und anscheinend hat sie einen echten Penis. Ich habe keine Ahnung, worum es heute wieder geht. Nee. Leute, die neue Region heißt Gala? Heißt sie Gala? Galem. Wie heißt die neue Pokémon-Region? Gala. Ja, was war Galem? Galem war doch ein Feind aus Smash Bros, oder? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Moment, sobald das Rennen fertig ist, dann werde ich mal kurz googeln. Das geht so jetzt. Und diese neue Region basiert
auf Großbritannien, England, Leute. Das ist sehr, sehr cool. Wir hatten ja schon vieles. Wir hatten mit Kanto der ersten Generation, hatten wir Japan. Kanto. Mit der zweiten Generation hatten wir Johto. Japan. Johto. Mit der dritten Generation hatten wir Japan. Höhen. Und auch in Japan gibt es die Höhenregion. Mit der vierten Generation hatten wir Sinnoh. Japan. Die Sinnoh-Region in Japan. Ja, und dann hatten wir... ab der fünften Generation ging es dann langsam mal auswärts von Japan. Dann dachten sich die Entwickler... Ja, Mann, hey, jetzt haben wir ihnen gezeigt, dass Japan das Beste ist. Jetzt müssen wir die anderen Scheißländer auch mal ein bisschen covern. So, dann haben sie begonnen mit Ein All. Das hat Amerika, die USA, Nordamerika dargestellt. Mit Stratos City, New York und allem, oder? Ja, ja, ihr kennt euch aus. So, dann ging es weiter mit... Carlos, das basierte auf Frankreich. Schicki. Also, sechste Generation Carlos, Frankreich. Mit Illumina City und dem Eiffelturm, beziehungsweise Stratos Tower. Ne, wie hieß der Tower? Ich habe keine Ahnung. Stratos Tower sicher nicht. So, Moment, ich muss jetzt mal kurz güchseln hier auf meinem Handy. So, wo schaue ich da denn am besten nach? Gala Region. Pokémon. Gala. Gala. Mensch, verdammte Kacke. Warte mal, Pokémon Schwert. Ja, sorry Leute, das muss sein. Pokémon Schwert und Schild. So, jetzt haben wir es gleich, So. Galar Region, Leute. Okay, Galar Region. Okay. Und diese Region wird eben auf Großbritannien, England basieren. Das sieht man auch. Das sieht man wirklich am Stil des Spiels, am Aussehen der Ortschaften. Das wurde sich wirklich an England orientiert. Auch London gibt es so in einer Steampunk-Variante. Das ist sehr cool. Sehr technisch, sehr alles natürlich mit Dampf. Ihr wisst ja, London hat da schon eine Geschichte damit. Aber auch so, wie ich eben sagte, so Hügellandschaften und so, wie man es eben von Englandgebirge und so kennt. Leute, wo sind die Game of Thrones Fans unter euch, Mann? Das wird doch auch da in so Umgebungen gedreht. Kennt man sich doch eh schon ein bisschen aus, oder? Jawohl. Aber natürlich soll es auch so Schneegebirge geben und Seen und was weiß ich nicht alles. Ja, hat man ja viel gesehen im Trailer. Minen hat man gesehen und eine Mine hat man gesehen und Häuser von innen. Ja, ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben vom Gedächtnis, aber man hat schon viel gesehen. Man hat sich da auf jeden Fall einen guten Eindruck machen können. So. Aha. So viel zum Grafikstil. Das ist tatsächlich die achte Generation, achte Pokémon-Generation, wer hätte es gedacht. Dementsprechend gibt es natürlich auch wieder neue Pokémon zu fangen. Uns wurden in diesem Trailer die Starter-Pokémon präsentiert. Und meiner Meinung nach sehen die drei wirklich sehr toll aus. Es gibt wieder Wasser, Feuer und Pflanze. Alle drei dieser Designs finde ich cool. Das Feuer-Pokémon heißt Hoplo. Sieht aus wie ein Hase, ein Feuerhase. Sehr kreativer Name übrigens, Hoplo. Jawohl. Das Wasser-Pokémon, das sieht aus wie so ein Molch oder so eine Echse oder was auch immer das ist. Das heißt, wie heißt denn das? Irgendwas mit Memme oder Memmet. Nennen wir es jetzt einfach Memmet. Ja genau, das Wasser-Pokémon heißt Mehmet.
Oh, haben Pizza, haben nix wissen, Mehmet, nix wissen. Ja, Akata-Schlamm. Ja, okay. Und das... Was haben wir denn noch? Das Pflanzen-Pokémon. Ich habe ja Pokémon, Poke-Wiki geöffnet. Wieso lese ich das nicht einfach ab? So. Also das Pflanzen-Pokémon ist ein Pflanzenaffe. Sieht aus wie ein Affe, ist auch ein Affe. Es heißt Chimpep. Das Feuer-Pokémon heißt Hoplo, haben wir schon gesagt. Und das Mehmet-Pokémon heißt Memeon. Also Wasser-Pokémon heißt Memeon. Da haben wir also einen Affen, einen Hasen und so ein Molchechsen-Dingens. Leute, mir gefallen alle drei Designs. Am besten gefällt mir, glaube ich, Memeon, das Wasser-Pokémon. Aber ich muss selber noch schauen. Das sagen mir echt alle zu. Muss noch schauen. Cool. Mehr neue Pokémon wurden uns auch gar nicht gezeigt. Dementsprechend kann ich da auch nicht weiter drauf eingehen. Ein bisschen was haben wir aber rausgefunden aus dem Trailer. Und zwar sind die Random Encounter zurück. Also wilde Pokémon werden nicht wie in Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu auf der Oberwelt angezeigt. Nein, es ist wieder so wie früher in den klassischen Spielen. Man läuft durchs hohe Gras und dann kommt da ein Pokémon. Man weiß nicht zuvor, was es für ein Pokémon ist. Ist eben so wie in den klassischen Pokémon-Spielen, das ist zurückgekehrt. Und natürlich kämpft man wieder gegen wilde Pokémon. Nicht so wie in Pokémon Let's Go, dass man sie nur fangen kann. Ja, klassische Pokémon-Mechanik. Mit Pokémon Let's Go wurde ein anderer Ansatz gemacht. Vielleicht kehrt dann diese Oberwelt-Pokémon-Gehabe-Dingens-Funktion wieder in einem potenziellen Pokémon Let's Go 2 auf. Kann ja sein. Kann ja sein, dass die Hauptreihe, also dass die Pokémon Let's Go-Reihe eine ganz eigene Reihe wird und diese so ein bisschen von der Hauptreihe getrennt wird. Und diese Pokémon Let's Go-Reihe dann einfach einsteigerfreundlicher ist. Das kann ja sein. Ich würde es Game Freak zutrauen, denn Pokémon druckt Geld und zu Recht. Dementsprechend, warum nicht? Würde ich cool finden, Pokémon Let's Go in Johto. Was könnte man da für Pokémon nehmen? Pokémon Let's Go Togepi. Pokémon Let's Go Meryl, oder? Ja. Was kann man noch erfahren? In der Pressemitteilung heißt es, dass man durch die Welt streift, Arenen besucht und dann später hoffentlich Champ wird. Dementsprechend sind Arena-Leiter und Arenen zurück. Nicht so wie in Pokémon Generation 7 mit der Inselwanderschaft und so. Nein. Es scheint wieder klassische Arenen zu geben. So. Ja. Es wurde noch was angeteasert und zwar ganz am Ende wurde der Trainer gezeigt und der ist dann in so ein, sah aus wie so ein Stadion, Fußballstadion gelaufen. Was natürlich sehr interessant ist und kann man also in diesem Spiel Fußball oder was ähnliches spielen? Leute, wir reden hier von England, wir reden hier von einer Region, die auf England basiert und Fußball hat in England natürlich einen sehr großen Stellenwert. Das müssen wir auch sagen. Dementsprechend könnte ich mir da schon vorstellen, dass es da irgendwas in die Richtung geben wird. Dass es vielleicht, also nicht, dass man jetzt echt Fußball spielt, aber dass man vielleicht in irgendeinem Minispiel so ein Fußball-Minispiel spielen kann. Also dass dann natürlich auch Minispielartig natürlich. Also das ist keine Hauptfunktion vom Spiel, sondern sowas wie in früheren Teilen die Wettbewerbe oder Schönheitswettbewerbe oder in der fünften Generation den Tanz oder was es da gab. Da gab es ja so einen Tanzwettbewerb, oder? Oder in Pokémon HeartGold und Pokémon SoulSilver gab es ja den Pokéathlon. Das war auch so eine Sporthalle. Da konnte man verschiedene Sportarten mit den Pokémon machen. Das waren natürlich alles auch nur kleine Minispiele, aber ich hatte sehr viel Spaß mit denen, vor allem auch im Multiplayer.
Vielleicht gibt es jetzt so eine Art Fußball-Minispiel, Fußballmechanik. Weißt, wo man auch so mit Pokémon zusammenspielt und dann den Ball irgendwie... Wisst ihr, natürlich nicht vollwertiges Fußball mit allen Regeln und so, natürlich schon stark vereinfacht und mit Pokémon-Regeln. Jetzt auch kein Rocket League mit Pokémon, aber sowas in der Art vielleicht. Das kann natürlich auch völliger Schwachsinn sein, wenn ich hier labere. Es ist einfach nicht bekannt, es wurde uns einfach nur angeteasert. Der Trainer ist in ein Stadion gelaufen. Was will man uns damit sagen? Keine Ahnung. Ja. Was mich allerdings wundert, das Spiel basiert auf Großbritannien, die Region basiert auf Großbritannien, aber wir sehen nicht eine einzige Szene, in der es regnet. Jawohl. Das ist ja wieder mal typisch, oder? Das ist hier wieder mal typisch. Nee, nee. Ich hoffe, dass es in dem Spiel dynamisches Wetter gibt und dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Das gab es ja in Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli nicht. Ich will einfach, dass es ein bisschen optisch was gemacht wird. Jetzt, wo man die Power des Switch hat, dass man das auch ein bisschen optisch ausnutzt. Und ich denke, die Spiele, was man bisher gesehen hat, das ist alles auf einem guten Weg. Das sieht schon wunderbar aus. Dementsprechend. Bin ich Letzter? Warum bin ich Letzter? Das geht so aber nicht. So, die legendären Pokémon von dem Spiel wurden uns noch nicht gezeigt. Wissen noch nicht, was es da für Legis geben wird. Aber interessanterweise, im Logo von den Spielen Pokémon Schwert und Schild hat sich so eine Figur versteckt. Und in beiden Logos ist es so eine Art Wolf oder Drache oder was auch immer das sein soll. Erinnert mich natürlich ganz stark an Game of Thrones, an das Haus Stark. Die haben auch einen Schattenwolf als Logo. Also Game of Thrones, ex-Pokémon confirmed. Jawohl, weil ganz oben... Ganz oben in dieser Gala-Region ist ja auch so eisig und natürlich in Game of Thrones, der Norden ist auch eisig. Leute, ich bin da... Ich glaube, ich habe was entdeckt! Nee, Spaß. Ja. Was soll ich denn noch über diese Edition sagen? Wir wissen ja noch nicht viel. Wir können nur über das Aussehen sprechen. Es ist halt wieder klassisch Pokémon, wie es früher war. Nicht so wie Let's Go. Das haben sich auch Leute gewünscht. Der Typ sagte auch, man will auch einiges ein bisschen experimentieren in den Spielen. Einiges neu machen. Bin ich auch sehr gespannt, was sie damit meinen. In letzter Zeit haben sie ja viel experimentiert. Auch in Pokémon Sonne und Mond haben sie zum Beispiel die Inselwanderschaft gemacht und so. Das war auch ganz lässig eigentlich. Ja, sie haben immer mal schon ein bisschen experimentiert. Und Alola-Formen gab es und so. Ich bin gespannt. Die Spiele, die sollen Ende 2019 weltweit gleichzeitig erscheinen. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter, es vergeht noch viel Zeit. Bis dahin werden wir also noch die ein oder andere Ankündigung bekommen. Natürlich wird dann immer langsam ein Hype aufgebaut, wie bei den anderen Editionen auch damals. Wir werden immer mal wieder Häppchen bekommen und dann zur E3 einen großen Trailer und dann immer mal wieder Häppchen und Infos und dann wird da mal wieder ein neues Pokémon gezeigt und da eine neue Funktion. Eine neue Mechanik. Ich bin gespannt, ich bin echt sehr gespannt. So. Jetzt noch ein bisschen Spekulation, oder? Großbritannien ist nicht gerade weit weg von Frankreich, oder? Es ist nicht weit weg. Nicht weit weg. Dementsprechend ist Galar vielleicht nicht weit weg von Kalos. Jetzt träume ich natürlich ein bisschen. Vielleicht kann man nach dem Durchspielen ja nach Kalos.
Nee, okay, das geht zu weit. Ich glaube, das werden wir nicht bekommen. Cool wär's. Cool wär's, denn wir haben in der sechsten Pokémon-Generation X und Y kein drittes Spiel bekommen. Wir haben kein Pokémon Z bekommen. Dementsprechend gibt es da noch einige Geheimnisse und so, die es noch aufzuklären gibt und Orte und so. Dementsprechend wäre das schon ziemlich cool, wenn man danach nach dem Durchspielen auch in diese Region könnte. Natürlich, ich will jetzt keine Forderungen stellen. Ich fände es nur cool. Ich meine, ich finde es ja so auch cool, generell eine neue Region zu bereisen. Die Region sieht super cool aus. Aber da die Regionen ja vielleicht so nah beieinander sind. War da mein Gedanke. Lässig, lässig. Ja, mit England kann man viel machen mit dem Setting, Leute. Kann man echt viel machen. Bin gespannt, ob es da vielleicht auch einen König gibt oder eine Queen. Wisst ihr, England, Queen, gibt es da, ist das vielleicht ein Königreich? Weil Pokémon Schwert und Schild, das hört sich ja schon sehr ritterlich an. Sehr, ein bisschen mittelalterlich. Ich habe jetzt die Map nicht genau angesehen, aber ich glaube, ein Schloss oder so haben wir nirgends gesehen. Oder? Kann mich auch irren. Müssen wir einfach mal abwarten. So. Ja, in Großbritannien gibt es auch viele Mythen und Sagen und so. Bin gespannt, wie sowas in der Pokémon-Welt Einzug findet. Natürlich Pokémon. Pokémon-Setting, ganz klar. Fuck you, was ist passiert? Ich bin gespannt. Hat sehr viel Potenzial und es sieht schon wunderbar aus. Ich bin echt gespannt. So, der Zwei-Player-Modus von Pokémon Let's Go wurde offenbar gestrichen. Genauso wie der Pokéball Plus Support, also es wurde zumindest nicht angekündigt oder gezeigt. Dementsprechend kann da nur spekuliert werden, dass der abgeschafft wurde, zumindest für dieses Spiel. Wie gesagt, in einem potenziellen Pokémon Let's Go 2 könnte der ja wieder Einzug finden. Ich bin mir sicher, dass wir Pokémon Bank Support bekommen für diese Spiele auf der Switch. Kann man die Pokémon transferieren von Pokémon Sonne und Mond und so. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das gehen wird. Ja. Ja, von irgendeinem bösen Team. War jetzt auch keine Spur zu sehen. Aber ich freue mich einfach auf das Game Explain Video, wo sie das analysieren. Da freue ich mich drauf. Ja, Leute. Viel mehr kann ich über Pokémon Schwert und Pokémon Schild doch gar nicht sagen. Welche Edition werde ich mir holen, das weiß ich noch nicht. Denn ich weiß ja gar nicht, was die Unterschiede von diesen Editionen sein werden. Ich weiß nicht, wie die Legis ausschauen. Aber jetzt rein vom Namen würde ich mich für Pokémon Schwert entscheiden. Einfach so ein Gefühl. Abwarten, Tee trinken und einfach Spaß haben. Während wir uns das ganze Jahr über hinweg hypen lassen werden. Wer weiß, vielleicht ist auch zum Promotion-Zwecken ein DLC-Charakter von Smash ein Pokémon der 8. Generation anbieten wird sich's ja. Müssen wir abwarten. Bin gespannt. Freue mich da echt drauf, Leute. So. Dann hat das Heizelmännchen noch gesagt. Leute, es gibt noch weitere Überraschungen 2019 in Bezug auf Pokémon. Lasst euch da überraschen, seid gespannt. Dementsprechend wird das ein ganz großartiges Jahr für Pokémon. Ob ihr da jetzt weitere Spiele gemeint habt, weiß ich nicht. Wir wissen ja, dass der Film kommt, Pokémon Master Detective Pikachu. Das wird ein großes Ereignis für Pokémon-Fans. Haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Die neuen Haupteditionen kommen raus. Das ist auch ein Fest für Pokémon-Fans. Was könnte denn darüber hinaus noch kommen? Ja, natürlich. Der Pokémon-Anime-Film Mewtwo Strikes Back. Könnte ich mir vorstellen, dass der auch noch dieses Jahr zu uns kommt.
denn noch irgendwas Merchandising? Keine Ahnung. Irgendein blödes neues Handyspiel Pokémon kann sein, ja. Oder irgendein kleines Spielchen für den... Ja, kleine Spielchen halt für die Switch oder 3DS oder so. Wirklich kleine Spielchen, so Puzzle-Dinger. Ob jetzt wirklich so andere Spin-Offs wie Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Ranger oder Pokémon Snap kommen, wage ich zu bezweifeln, denn ich würde es mir natürlich wünschen. Weil, wisst ihr, was ist das jetzt wieder für ein Betrug gewesen eben? Wahnsinn. Zehnter. Das ist nicht gut. Leute, ein Rennen machen wir noch, oder? Dann lassen wir es gut sein für heute. Ja! Ich glaube, wir können festhalten, das wird ein sehr, 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 sehr aufregendes Jahr für Pokémon-Fans. Und ich bin wirklich gespannt drauf und ich bin bereit, mich das ganze Jahr über vom Pokémon-Hype treiben zu lassen. Dieses Jahr erscheinen ja viele, 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 viele tolle Games und Pokémon Schwert und Schild werden sicherlich zwei Highlights davon, könnte ich jetzt mal annehmen. Ende des Jahres dann. Wird natürlich auch die Switch-Verkaufszahlen in die Höhe kurbeln. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Wird dann wahrscheinlich auch wieder Bundles geben zum Weihnachtsgeschäft hin. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Film Pikachu. Freue mich auf neue Infos zu diesen neuen Pokémon-Editionen. Und Pokémon Let's Go Pikachu habe ich ja auch noch nicht durchgespielt, dementsprechend kann ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen, das Spiel macht mir große Freude, aber ich hetze mich nicht durch die Spiele, dann habe ich länger was davon, macht mir Spaß so, doch. Pokémon Go fange ich auch vielleicht mal irgendwann wieder an zu spielen, muss ich schauen. Ja. Pokémon-Reihe, die Pokémon-Marke, sie wächst, wird bekannter. Das ist auch gut so und wird auch stetig. Du fette Sau, du! Fetter Drecksack. Du fette andere Drecksau! Wieso zweimal von einem Wario runtergeschubst? Gibt's doch nicht. Ja, Leute, was haltet ihr denn von dem Meisterdetektiv Pikachu-Film Trailer? Und was haltet ihr von den neuen Editionen? Was sind eure Eindrücke? Ich meine, ich habe jetzt das ganze Video über meine Eindrücke schon gesagt. Mehr kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Aber mir wird eure Meinung wirklich interessieren. Mich würde eure Meinung interessieren. Alter, was ist los mit mir heute? Wieso fahre ich so schlecht? Absoluter Wahnsinn. Oh Leute, es ist ein tolles Jahr. Das Jahr sieht sehr gut aus. Spieletechnisch, für die Switch. Haben wir schon gesprochen. Wirklich geiler Scheiß raus. Und jetzt auch noch mit Pokémon. Zwei weitere potenzielle Hit-Kandidaten. Das heißt potenziell. Das wird so oder so ein Hit. Auch wenn die Spiele ein Haufen Affen-Scheiße wären, dann würden sie sich millionenfach verkaufen. So ist es. Das ist Pokémon. Aber es gab noch kein Pokémon-Spiel, das eine Haufen Affen-Scheiße ist. Oder war. Alle Editionen haben mir persönlich echt Spaß gemacht. Klar, auch ich habe meine Favoriten. Meine weniger beliebten Spiele, aber haben alle Spaß gemacht. Dementsprechend kann ich dann nur mit Vorfreude entgegenwirken dem neuen Spiel. Die fette Drecksau, du da vorne! Immer der Wario, ey. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Und ich hoffe, ihr freut euch genau so wie ich auf dieses besondere Pokémon-Jahr. Ja, wie lange ist der Bildschirm noch schwarz? Ah, gut. Happy Gaming und... Catch them all oder so und fangt sie alle. Ciao Leute, bis bald.